Ja, wer wird der letzte Halbfinalist im Hessen-Pokal? Nach Kickers Offenbach, dem FSV Frankfurt und Steinbach Heiger steht fest. Sowohl Bayern Alzenau als auch Barockstadt Fulda wären beide der klare Außenseiter. Und genau darin liegt auch der Reiz im Pokal. Beide Teams kennen sich bereits bestens aus der Hessenliga. Für Fulda ging es dann in die Aufstiegsrunde, während Alzenau gegen den Abstieg spielt. De facto hat man als Tabellenführer der Abstiegsrunde damit aber eigentlich gar nichts mehr zu tun. Damit rein in dieses Viertelfinale, das durchaus Spannung verspricht. Und Alzenau legt munter los. Brauburger mit etwas Platz auf der Außenbahn. Und in der Mitte hebt Dassila die Führung für die Bayern. Was für ein Auftakt in dieses Pokalspiel. Bereits nach 9 Minuten Emre Can hebt Dassila mit dem ersten Treffer. Die Vorarbeit von Maximilian Brauburger ist aber ebenso sehenswert. Und Alzenau macht weiter Druck, von Barockstadt kommt wenig in der Anfangsphase. Wieder Brauburger, der da gleich an drei Gegenspielern vorbeigeht. In der Mitte Lukas Fächer mit der Ablage und der sieht an der Strafraumkante wieder Heptasela. Der nächste gute Abschluss. Die Bayern dominieren diese Anfangsphase. Optisch betrachtet haben die Gäste mehr Ballbesitz. Nach vorne geht aber sehr wenig. Bestes Beispiel diese Szene, Julian Pex mit dem ersten Abschluss für Barockstadt. Bezeichnend für die bisherigen Offensivbemühungen. Ansonsten, wenn es gefährlich wird, dann nach wie vor durch die Bayern. Drenhotja fasst sich mal ein Herz, das kann er eigentlich ganz gut. Der gebürtige Offenbacher ist wohl der erfahrenste auf dem Platz. Stand bereits über 180 Mal in der Regionalliga in der Startelf. Dann das erste Mal etwas Gefährliches von den Gästen. Gute Standardvariante. Am Ende der Abschluss von Pex, aber etwas zu hoch. Wir sind mittlerweile schon in der Schlussphase des ersten Durchgangs. Nochmal ein weiter Einwurf und der gelangt über Umwege wieder zu Hotja. Alzenau hätte hier längst höher führen können. So aber bleibt es zur Pause beim 1:0. Vor allem Gästetrainer Sedat Gören wird sich etwas einfallen lassen müssen für den zweiten Durchgang. Und tatsächlich scheint er die richtigen Worte gefunden zu haben, denn Barockstadt kommt ganz anders aus der Kabine. Bartstoß an den Pfosten und Hillmann mit dem Nachschuss. Es ist die beste Szene der Gäste im gesamten bisherigen Spiel. Alzenau erstmals mächtig im Glück. Von da an ist es ein anderes Spiel, weil Barockstadt jetzt Alzenau beherrscht. Tolga Duran verlagert das Spiel nach außen, bekommt den Ball per Doppelpass zurück und in der Mitte Dominik Wüst. Der muss eigentlich mehr daraus machen. Es ist im zweiten Durchgang ein Spiel auf ein Tor, aber noch ist der Ball nicht drin. Die Ecke kann nicht richtig geklärt werden, dadurch der zweite Versuch über Hillmann und die Kopfballgelegenheit. Klasse Parade von Fabian Wolpert. Aber es scheint jetzt nur eine Frage der Zeit zu sein. Freistoß aus dem Mittelfeld. Duran schickt plötzlich Pomnitz auf die Reise. Und in der Mitte Bartstoß. Jetzt ist es passiert. Der verdiente Ausgleich für Barockstadt Fulda durch Erik Bartstoß. Weil Alzenau jetzt einfach zu tief steht. Den Gästen den Ball überlässt. Und dieses 1:1 fast schon provoziert. Und jetzt ist natürlich klar, Barockstadt will dieses Spiel komplett drehen. Und Achtung, jetzt wird es vogelwild. Die Gäste gleich mehrfach mit der Chance auf den Treffer. Am Ende ist es Duran mit dem letzten Abschluss. Was für eine wilde Szene, kurz vor dem Schlusspfiff. Aber es ist immer noch nicht Schluss. Barockstadt hat noch einen Abschluss. Aber Fabian Wolpert rettet dieses Unentschieden. Und damit seine Mannschaft in die Verlängerung. Für beide Teams heißt es jetzt also nochmal 30 Minuten extra. Das Spiel ist extrem umkämpft. Beide wollen unbedingt in dieses Halbfinale. Von nun an ist die Frage, wer will es mehr? Den Auftakt in die Crunchtime setzt mal wieder Alzenau. Brauburger setzt sich hier klasse durch. Am Ende fehlt dann aber etwas die Kraft für den Abschluss.
Insgesamt machen aber beide Teams konditionell einen fitten Eindruck. Leon Pomnitz hat da mal eine Idee. Am Fünfer ist das Rummel. Das ist die Führung für Barockstadt. In der 99. Spielminute drehen die Gäste dieses Spiel. Dominik Rummel wurde erst im zweiten Durchgang eingewechselt und macht sich gleich als Joker bezahlt. Gelingt den Bayern auf diesen späten Gegentreffer nochmal eine Antwort? Es läuft schon, die 112. Minute. Die Hereingabe kommt in den 16er und tatsächlich, das gibt es doch nicht. Danilo Milosevic mit dem 2:2. Was ist das bitte für ein packendes Pokalmatch? Genau für diese Emotionen lieben wir den Fußball. Die Entscheidung muss also vom Punkt her. Dieses Viertelfinale geht tatsächlich ins Elfmeterschießen. Beide Teams haben ein tolles Pokalspiel abgeliefert. Und jetzt ist es natürlich eine Nervensache. Im Fokus ab sofort die beiden Keeper, Fabian Wolpert oder Tobias Wolf. Wer wird hier zum Matchwinner? Den Auftakt macht der erfahrenste. Tren Hodja schreitet als erster zum Punkt. Hodja gegen Tobias Wolf. Und Wolf hält, aber der war auch nicht gut geschossen. Trotzdem, in einem Elfmeterschießen geht das Lob erstmal an den Torhüter. Man mag gar nicht mehr hinschauen vor Spannung. Für Barockstadt ist der erste Tolga Duran. Der könnte die Gäste gleich mal in Führung bringen. Und das macht er auch, ganz cool und ganz sicher. Der zweite Schütze für Alzenau ist Kapitän Wilke. Und auch der ist nicht drin. Den Bayern versagen die Nerven. Es treffen danach die nächsten beiden Schützen. Das bedeutet, der muss jetzt schon rein. Filip Topić. Und der ist auch drin. Nichtsdestotrotz, den nächsten muss Wolpert halten, sonst ist das Spiel aus. Es tritt an Erik Baštos mit der Chance zur Entscheidung. Baštos oder Wolpert. Und der Ball ist drin. Barockstadt steht im Halbfinale. Was für ein packendes Pokalmatch hier in Alzenau. Am Ende entscheidet Barockstadt Fulda dieses Elfmeterschießen für sich. Am Mikrofon die Emotionen von Matchwinner Tobias Wolf. Ja, natürlich positiv. Ne? Auch wenn wir wenig zugelassen haben und kriegen dann noch ein blödes 2:2 in der Verlängerung, ist natürlich, wenn man gewinnt, ist alles wieder in Ordnung. Aber wenn auf der Match hin oder her, Elfmeterschießen sind immer ein bisschen Glücksspiel. Alzenau spielt in der Abstiegsrunde zwar, aber auch eine sehr gute Runde. Von daher war das ein super Gegner. Ich glaube, ein super Platz, super Anlage. Es hat schon sehr viel Spaß gemacht. Und beim Pokal ist halt alles möglich. Und das hat man heute, glaube ich, sehr gut gesehen, wie das Ganze ablaufen kann.